Cheat day, cheat meal, refeed, binge eating, macro free day. Wo ist der Unterschied? Wann sollte wer was machen? Das will ich heute in meinem Video differenzieren. Bleibt dran, bis gleich. Also Leute, wie gesagt, es geht darum, diese Sachen einmal ein bisschen auseinanderzuhalten. Wann ist es für wen sinnvoll? Wer mich kennt, weiß, dass ich sowohl Cheat Meals mal einbaue, Refeeds einbaue, aber auch ganze Cheat Days mache. Also ich habe da durchaus, könnte ich sagen, dass ich da einen gewissen Erfahrungsgrad besitze. Aber man sollte immer differenzieren, für wen ist was wann sinnvoll. Also differenzieren wir erstmal nach Fitnessziel etc. Fangen wir mal an in einer Diät, sprich einem Kaloriendefizit. Was ist da sinnvoll? Also, in einem Kaloriendefizit, und je nachdem wie extrem dieses Defizit ist, ist aus meiner Sicht durchaus auch mal ein Cheat Day drin, also ein ganzer Tag wirklich essen, worauf ihr Lust habt, egal wie viel Fats, Carbs, Protein, egal wie. Sonst macht in einer Diät definitiv auch ein Refeed Sinn. Kommt drauf an, was für eine Diät ihr fahrt. Ja, ob das nun die High Carb, Low Fat Variante ist oder die ketogene Diät, die Low Carb Diät halt. Ja, je nachdem macht ihr halt ein Refeed für den Nährstoff, der sehr minimiert ist oder wo ihr dann auf Dauer eine Mangelernährung habt. Ja, das heißt, wenn ihr nun Low Carb macht, macht ihr halt einen Tag, wo ihr wirklich ordentlich Carbs reinhaut, dafür aber die Fats wieder runterfahrt. Auf der anderen Seite, das, was ich im Moment mache, ist eher High Carb, Low Fat. Die Fats sollten auf Dauer nicht immer so low sein für hormonelle Prozesse im Körper. Deswegen mache ich halt auch mal meine Fat Refeeds. Einmal bis zweimal die Woche, wo ich meine Fats von 40 wieder auf 80 hochschraube, um da so wieder ein bisschen regulieren zu wirken. Ja, also in der Diät, wie gesagt, ob ich das nur sauber mache mit einem Refeed, sauber heißt, ich fahre nur die Carbs hoch, dafür halte ich die Fette low, oder ich mache einen kompletten Cheat Day, raste komplett aus, hau mir meine 10 bis von mir aus auf 20.000 Kalorien rein, muss mir aber im Klaren darüber sein, je nachdem, wie lange ich meine Diät gefahren habe, wie viel habe ich da im Defizit gehabt, jeden Tag 500 mal so und so viele Tage, könnt ihr euch ausrechnen, wie viel Kalorien ihr eingespart habt. Wenn ihr nur eine Woche Diät gehalten habt und sagen wir mal 3000 Kalorien im Defizit wart, ballert euch einen Cheat da rein mit 6000 Kalorien, habt ihr auch wieder ein Plus von 3000. Das heißt, es wird euch in eurem Diätfortschritt zurückwerfen. Wenn man lange diätet hat und schon mindestens ja, 20.000 Kalorien im Defizit ist über diesen Zeitraum, wird dieser Cheat Day natürlich dementsprechend auch nicht so schlimm ausfallen für eine Form danach oder für den Fortschritt. Ja. Das war jetzt die Diät, das Kaloriendefizit. Dann gibt es natürlich noch den Aufbau, wo wir einen Kalorienüberschuss haben wollen. Und da ist aus meiner Sicht, oder das ist für mich am schwersten, keine Cheats einzubauen, weil ich da halt auch nie ein Defizit habe. Das heißt, wenn ich jetzt mal cheate und noch mehr ins Plus komme, als ich überhaupt will, sprich bei mir sind es maximal 200 bis 400 Kalorien im Plus, setze ich halt auch sofort Fett an, speichere sofort. Das heißt, im Bulk oder in der Aufbauphase würde ich nur mit Cheat Meals arbeiten. Das heißt, ihr habt ja eh eine hohe Kalorienmenge, eine hohe Anzahl an Makros, die ihr voll machen könnt, dann das lieber einplanen und wenn dann mal gecheatet wird, dann halt wirklich nur ein Cheat Meal, das heißt, versucht dieses wirklich auf eine Mahlzeit maximal, eine große Mahlzeit plus Dessert zu minimieren, damit ihr sozusagen euren Aufbau nicht stört, indem ihr jetzt durch so einen Cheat Day im Aufbau nochmal 10.000 Kalorien im Plus seid und ihr speichert ja sowieso schon ein wenig mehr an Fett. Da kommen wir nicht drum rum. Wir wollen es minimieren, ja. Aber, ja, es wird euren Fortschritt im Bulk in dem Fall nicht hindern. Klar, ihr kriegt Energie, auch einen deutlichen Überschuss.
Aber ihr wollt ja am Ende des Tages irgendwann auch wieder Körperfett verlieren. Und wenn ich meinen Körperfettanteil jetzt was weiß ich, katapultiere, weil ich während ich sowieso im Kalorienüberschuss bin, auch noch Tage einbaue, wo ich nochmal deutlich drüber schieße, muss ich halt länger Diät halten. Länger Diät heißt längeres Defizit. Ich baue unter Umständen wieder Muskulatur ab, die ich im Aufbau aufgebaut habe. Und das kann auch nicht der Sinn der Sache sein. Ja? Was ihr aus meiner Sicht komplett vermeiden solltet, ist so eine Art von Fressattacken, dass ihr wirklich selbst an Cheat Days, wo ihr den ganzen Tag esst, was ihr wollt, auch dann noch weiter esst, wenn ihr gar keinen Appetit oder keinen Hunger mehr habt, sondern es einfach nur noch reinstopft und quält und macht und tut. Das kann ich euch nicht empfehlen, weil das einfach auch keinen Sinn macht. Das geht einfach an dem Sinn des Essens und der Aufnahme von Nährstoffen und dem Genießen von Nahrung einfach vorbei. Wenn ihr es nicht mehr genießen könnt, hört auf. Ihr werdet euch danach ärgern, euch ist schlecht, ihr könnt nicht schlafen, habt noch mehr eure Form versaut, euer Fitnessziel torpediert. Lasst das sein, im Englischen nennt man es ja Binge Eating. Da hat keiner was von. Ne? Also, nochmal ganz kurz zum Ende. Es gibt Cheat Days, es gibt Cheat Meals, es gibt Refeeds. Cheat Meals würde ich auch nutzen in der Aufbauphase. In der Diät könnt ihr einen Cheat Day machen, einen sauberen Refeed oder aber auch nur ein Cheat Meal. Natürlich geht das auch. Ja. Ja. Das sind so die drei Varianten, die ich einmal differenzieren wollte. Jetzt wollte ich noch mal ein Video dazu machen. Wenn ich nun ein Cheat Meal mache oder einen ganzen Cheat Day, wie kann ich diesen Cheat Day im besten Fall auch noch in was Positives verwandeln? Das heißt, die Cheat Day Strategies. Wie bereite ich den Cheat Day vor? Wie bereite ich ihn nach? Was mache ich aus diesen Kalorien? All sowas will ich gleich nochmal oder will ich nochmal ein separates Video zu machen. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es mal in die Kommentare. Ja, freue mich über ein Abo, wenn ihr es teilt und ja, bis zum nächsten Cheat Day. See you.